willkommen zu unserem Ostbahn-Sportclub. Schön, dass Sie dabei sind. Der SV Warnemünde gehört definitiv zu den Überraschungsmannschaften in dieser Saison. Die Küstenmänner haben eine starke Hinrunde gespielt und stehen momentan auf Tabellenplatz 3. Zum heutigen Rückrundenstart empfangen Sie den Tabellenfünften, den Kieler TV. Kiel hat in der Hinrunde ganz knapp mit 3:2 gewonnen und ich bin mir sicher, auch heute werden wir wieder ein spannendes Nordderby sehen. Die Zweitliga-Volleyballer aus Kiel sichern sich die ersten 3 Punkte. Und dann ist auch endlich der Gastgeber zu 100% im Spiel. Starke Aufschläge und sichere Ballannahmen verschaffen dem SVW eine komfortable 18:12 Führung. Die Küstenmänner nehmen weiter Fahrt auf und entscheiden Satz 1 souverän mit 25:16 für sich. Im zweiten Durchgang spielt Kiel dann stärker auf. Warnemünde ist jetzt deutlich mehr gefordert. Beide Teams halten den Satz bis zum 20:20 komplett offen. Der größere Kampfgeist und stärkere Siegeswille der Gastgeber wird letztendlich belohnt. Der SVW bringt den Satz mit 25:21 nach Hause. Damit steht es 2:0. Naja, die haben jetzt im zweiten Satz haben sie es noch mal eng gemacht und die machen auch weiter Druck und das wird auch jetzt im dritten Satz so sein. Aber ich finde es gut, wie unsere Mannschaft reagiert hat. Die haben das locker weggesteckt, sind unglaublich stark im Angriff heute, vor allen Dingen diagonal. Jan-Philipp Krabel macht einen Punkt nach dem anderen. Piotr ist wie immer gut, also das sieht gut aus. Und wir müssen aber schauen, dass jetzt Kiel, dass wir sie im Schach halten, weil die sind, solange die nicht auf der Autobahn nach Kiel sind, hat man hier noch nicht gewonnen. Deswegen müssen wir jetzt noch mal ein bisschen Gas geben. Aber ich gehe mal davon aus, dass der Josef den Jungs jetzt noch mal ein bisschen was gesagt hat in der Kabine und dann werden wir das Ding hoffentlich schaukeln. Im dritten Satz dominiert der SVW. Klug gespielte Bälle und eine starke Verteidigung bringen die Hausherren mit 22:14 in Führung. Das Spiel scheint bereits entschieden, doch die Kieler Adler machen es noch einmal spannend. Die Gäste verkürzen ihren Rückstand auf nur 2 Zähler. Es steht 24:22. Dann endlich der erlösende Punkt für Warnemünde. Perfekter Start in die zweite Saisonhälfte. Mit 3:0 gewinnt der SVW gegen den Kieler TV. Es war ein schwieriges Spiel auf jeden Fall. Wir sind am Anfang, sag ich mal, relativ schwierig reingekommen. Es war immer so ein enger Schlagabtausch. Und auf einmal gab es so eine Phase, wo wir die dann hatten. Und die haben wir halt wirklich mit der Kulisse einfach ausgenutzt und mitgenommen. Es war wirklich, es war geil heute. Hat richtig Spaß gemacht. Man hatte Gänsehaut, wenn man in die Halle reingekommen ist. Und ich glaube, die Halle war fast ausverkauft. Also war ein geiles Spiel. Die haben super gespielt. We start really well on the beginning and wir sind sehr gut ins Spiel gestartet. Wir waren energisch und haben so gespielt, wie wir es uns vorgenommen hatten. Das war sehr, sehr gut. Wir haben die Kieler stark unter Druck gesetzt und so war es für sie schwer, ins Spiel zu finden. Nach dem zweiten Satz war ich etwas besorgt, weil Kiel stärker wurde. Aber im dritten Satz waren wir wieder überlegen. Wir haben bis zum Ende alles gegeben und das war sehr wichtig für den heutigen Sieg. Until the end we keep our style and that's why we won 3-0. Am kommenden Sonntag gastiert der SV Warnemünde beim FC Schüttorf 09. Am 26. Januar um 18.30 Uhr ist das Team von Josef Janosik zu Hause gegen Braunschweig gefordert. Das war's vom Volleyball. In der nächsten Woche geht es hier bei uns im Ostbahn Sportclub mit Basketball weiter. Wir berichten am kommenden Montag und Dienstag von der Partie Rostock Seawolves gegen Schalke 04 Basketball. Ich freue mich, wenn Sie auch dann wieder einschalten. Bis dahin, tschüss, machen Sie es gut.